Im Vorfeld der Fed-Entscheidung und der Zahlen vor allem von Apple, aber auch Facebook und einigen anderen ist es kaum überraschend, dass die Wall Street so ein bisschen auf der Stelle tritt. Wieder dünnvolumig, wieder wenig Action. Man wartet erstmal, will sich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber was ist denn eigentlich heute zu erwarten? Vor allem in Sachen Fed. Was dürfte da kommen heute? Auch ein kleiner Blick zu Apple wollen wir mal werfen, aber doch im Fokus die Fed, denn die Märkte tanzen ja bekanntlich nach der Musik der Notenbanken. Wir sind da, wo wir sind, weil eben die Notenbanken all in gegangen sind. Und die Frage ist, was werden sie uns jetzt verkünden? Werden sie weiter so ein bisschen uns das alte Mantra wiederholen? Ja, es ist eben so, dass die Wirtschaft zwar deutlich besser jetzt am Start ist, aber der Arbeitsmarkt, der ist noch nicht so stark, so robust wie vor der Corona-Krise. Und solange das so ist, da müssen wir eben eine ultralaxe Geldpolitik betreiben und vor allem Anleihen kaufen, also Quantitative Easing betreiben. Was die Arbeitslosigkeit mit Anleihekäufen zu tun hat, ist mir nach wie vor nicht so wirklich klar. Aber sei es drum, die Fed wird natürlich wissen, was sie da veranstaltet. Und hier mal vielleicht schon vorab die Schlagzeilen zu der dann später kommenden Fed. Es Entscheidung. Die Fed wird natürlich den Zinssatz unverändert lassen und weiter versprechen, Geld aus dünner Luft zu produzieren, wie dieser Text hier ironisch schreibt, für 120 Milliarden Dollar pro Monat Bonds zu kaufen. In Sachen Inflation wird dann Paul sagen, ja, entweder es gibt keine Inflation oder wenn, wird die nur vorübergehend sein. Und wenn es auch in Sachen Blase, nein, es gibt keine Blase und wenn, haben wir nichts damit zu tun oder niemand kann beurteilen, was eine Blase ist, das sei ja gar nicht möglich. Also all diese Geschichten, die uns Jerome schon seit einiger Zeit erzählte, und man lacht sich wahrscheinlich seitens der ehemaligen Fed-Chefin, jetzt Finanzministerin, und des aktuellen Fed-Chefs schlapp über diese Aussagen, weil man natürlich weiß, dass das Bullshit ist. Und das wissen auch die Märkte. Schauen wir uns mal hier die Inflationserwartungen an. Die sind jetzt auf den höchsten Stand heute gestiegen seit dem Jahr 2014 mit 2,3%. Ziemlich steiler Anstieg. Man erwartet also durch dieses Reopening, durch die Vakzinierung der Amerikaner, dass dann die Dinge besser laufen, obwohl die Hälfte der männlichen Republikaner-Mitglieder sagen oder die den Republikanern zuneigen, sie wollen sich nicht impfen lassen. Also Leute, die das strikt ablehnen, das wird dann schwieriger in Sachen Herdenimmunität, aber sei es drum. Jedenfalls wird die Fed weiter nichts hören, nichts sehen, nichts sagen natürlich, und das ist hier nicht Stan Laurel, sondern das ist Fed-Chef Jerome Powell, den Sie da sehen, aber die Ähnlichkeiten sind frappierend. Wenn wir uns mal anschauen, was eigentlich Fed-Beobachter sagen, die sagen vor allem, wir brauchen eigentlich kein QE mehr, es ist unnötig. 65% derjenigen, die da befragt wurden von CNBC, sagen das. Man erwartet dann die erste Zinsanhebung im Dezember 2022, dass die Konsensschätzung und das Tapering beginnend, also die Rückführung der Anleihekäufe Richtung Null, beginnend im Januar 2022, also nächstes Jahr. Aber Sven Hendrik weist darauf hin, dass die Fed natürlich weiß, dass ihre Anleihekäufe mit dem Arbeitsmarkt nichts zu tun haben. Man will einen Sell-off in den Märkten vermeiden, denn da hängt ja auch einiges dran. Pensionskassen, der Wohlstand der Amerikaner ist ja nicht unwesentlich abhängig vom US-Aktienmarkt. Und natürlich will man die Renditen ein bisschen unter Druck bringen, weil mit diesen Anleihekäufen ja permanent ein Nachfrager ist. Und wo Nachfrager sind, da muss die Rendite nicht so steil steigen, als wenn nicht ein so gigantischer Nachfrager da ist. Gleichwohl steigen die Renditen tendenziell wieder an, nicht nur in den USA. Und hier sehen wir, dass jetzt die Investoren wieder sehr vorsichtig werden in Sachen US-Staatsanleihen. Hier haben wir mal ein ETF von Charles Schwab. Und wir haben den größten Ausfluss gesehen gestern von 883 Millionen Dollar. Insgesamt sind da nur 16,7 Milliarden Dollar in diesem ETF. Also eine ganze Menge. Das ist ein TIPS, also ein inflationsgeschütztes ETF. Also Inflation kann es nicht sein, weil das sozusagen da ja rausgeklammert wird bei diesem ETF. Man vermutet möglicherweise eben diese ausufernde Verschuldung auch durch den neuen Plan von Joe Biden, der
der heute nochmal verkündet werden dürfte in der Rede zur Lage der Nation. Aber insgesamt erwarten jetzt eben auch die Ökonomen, die hier von Bloomberg befragt werden, eine deutlich gestiegene Inflation. Hier sehen Sie mal, wie sich diese Inflationserwartungen seitens der befragten Ökonomen entwickelt haben. Im August letzten Jahres waren wir noch ganz unten, jetzt stehen wir ziemlich weit oben, weil eben zum Beispiel natürlich einiges in Sachen Inflation passiert ist. Nicht nur die offizielle Inflation, also die Verbraucherpreise sind gestiegen, sondern eben vor allem auch die Rohstoffpreise. Und wie wir hier sehen, wie Charlie Bilello zeigt, es sind vor allem die Kryptowährungen gestiegen. Dogecoin 10.400%, eine GameStop immerhin 3.000%, Ethereum gute 1.000%, Bitcoin 555%, jetzt innerhalb eines Jahres. Aber eben auch Öl 272%, Korn, also Mais 94%, Kupfer 85% und so weiter und so fort. Da könnte man noch andere Dinge mit ergänzen. Der S&P ist 48% gestiegen und die Home Prices, also die Hauspreise in den USA 17%. Und Charlie Bilello sagt auch, der größte Trick, den die Fed jemals eingeführt hat, ist zu sagen, diese Inflation sei transitory, sei also vorübergehend, aber wahrscheinlich werden wir das wieder hören. Oder kommt da etwas anderes? Das ist vielleicht das einzige kleine Risiko heute bei der Fed-Sitzung. Risiken sieht vor allem auch Goldman Sachs in Sachen eben Rohstoffpreise. Man erwartet seitens Goldman Sachs jetzt die größte Ölnachfrage ever, beziehungsweise den größten Sprung in der Ölnachfrage in der Geschichte, weil man sagt, ja, die müssen jetzt mal langsam der physischen Nachfrage wirklich folgen. Die können sich nicht verhalten wie Aktien, die ja die Zukunft einpreisen, eine Zukunftserwartung einpreisen, sondern die müssen mehr jetzt in die Gegenwart gehen. Deswegen ist Goldman so unwahrscheinlich bullisch für die Rohstoffmärkte, vor allem für den Ölpreis. Und auch die Rabobank, holländische Bank, sagt, we are edging closer to a biblical commodity price increase scenario, also ein geradezu biblischer Anstieg der Rohstoffpreise. So sieht man es hier praktisch wie die Heuschreckenplage in der Bibel. So könnte es über uns kommen, so meinte die Rabobank. Mal sehen, ob sie recht bekommen. Es ist ja schon einiges an Rallye hinter uns, auch bei den Rohstoffen. Aber die Rohstoffe, die profitieren natürlich von dieser Erwartung jetzt, dieses Plans von Joe Biden. Infrastruktur ist das große Thema, aber auch Education, Aid to Families. Und das Ganze soll eben durch Tax-Hikes dann gegenfinanziert werden. Die sollen dann eben auf 39% steigen, nämlich die Kapitalertragssteuer. Und das wäre die zweitgrößte Anhebung in Relation zum BIP der US-Geschichte seit 1968, beziehungsweise nur 1968 gab es einen größeren Anstieg dieser Kapitalertragssteuer. Also da ist durchaus was auf dem Spiel. Da sind noch viele Kapitalerträge eben nicht realisiert oder potenzielle Erträge hat man noch nicht realisiert. Das wird sicherlich ein Punkt werden, aber das ist natürlich, diese ganze Biden-Story mit Infrastruktur ist natürlich ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Rohstoffgeschichte. Ah, Fed-Meeting und State of the Union, also diese Rede zur Lage der Nation von Joe Biden, das werden die Themen dann erstmal sein. Wir haben jetzt 17 Tage in Folge, dass der S&P 500, respektive die 500 Aktien, die darin enthalten sind, dass 95% dieser 500 Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Das hatten wir in noch keiner Blase zuvor, also in der Dotcom-Blase nicht, das hatten wir in der Immobilienblase nicht, die ja dann platzte und die Finanzkrise auslöste, und jetzt haben wir praktisch einen neuen Rekord geschafft. Da kann man nur gratulieren, das ist großartig. Und wir sehen, ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass die Renditen auch in der Eurozone jetzt deutlich steigen. Die französische Rendite so um und bei 0,85% plus, ja, nicht im Minus. Das ist das höchste Level seit September 2020. Und die Bundesanleihe, die robbt sich in Richtung 0%, ist immer noch so bei minus 2,1% um und bei. Das ist immerhin die höchste Rendite seit Februar. Also da geht ein bisschen was nach oben. Da spielt man langsam auch eben die Inflationskarte, geht davon aus, dass die Inflation steigt. Dementsprechend will man da höhere Renditen haben, auch wenn Madame Lagarde natürlich sagt, ja, könnt ihr machen, was ihr wollt. Das interessiert uns nicht. Wir kaufen sonst einfach mehr von dem Zeug, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber jemals haben wir dann noch eine andere interessante Figur aus der EZB, auch eine Dame, eine Deutsche, diesmal Isabel Schnabel. Also Frau Schnabel, die hat Interessantes gesagt, ja, Preisanstiege von Particular Goods, also von bestimmten
Gütern, das sei ja noch nicht gleichzusetzen mit genereller Inflation. Nein, ja, da hat sie natürlich theoretisch einen Punkt. We are currently seeing price increases for some goods like lumber, also sie spricht das Bauholz an in den USA, das ja so massiv durch die Decke geschossen ist. Das könnte sich eventuell dann auf die Verbraucherpreise auswirken, je nachdem, wie stark sie da gewichtet sind, nicht? Und wenn sie zu stark gewichtet sind, weil die Preise sehr stark steigen, dann ändern wir halt einmal die Gewichtung, gell? Und schon passt es wieder. Was nicht passt, wird passend gemacht. Unten sehen wir hier Lambert den Chart. Und da gibt es den ein oder anderen hämischen Kommentar auf das, was Madame Schnabel hier gesagt hat. Und wir haben, ich hatte es eingangs erwähnt, Apple wird seine Zahlen berichten, naturgemäß schwieriger, was da zu erwarten ist. Wir haben auf finanzmarktwelt.de eine kurze Vorschau, so wie ist die Konsenserwartung, wie schaut es da aus. Aber heute interessant, ein Bericht von Nikkei, dieser japanischen Wirtschaftszeitung, dass Apple seine AirPod-Produktion drosselt um 25-30%, weil eben Konkurrenz entstanden ist, unter anderem durch Samsung, durch Xiaomi. Also da ist sozusagen, sind auch andere Firmen auf den Trichter gekommen, dass das ein gutes Geschäft sein könnte. Das war ja das, was sehr, sehr schnell gewachsen ist bei Apple. Wir wissen, dass die iPhone-Verkäufe nicht so wirklich wachsen. Wir wissen, dass das, was man in seinem iStore anbietet, meistens doch gute Zuwachsraten hat. Aber das Kerngeschäft ist nach wie vor eigentlich die iPhones, auch wenn die anderen Bereiche natürlich immer wichtiger werden. Ab 22.30 Uhr kommen die Zahlen. Jetzt nochmal ein kurzer Rückblick auf Google. Die Zahlen ja überragend gestern. Und man sieht, wie stark man es hier geschafft hat, seine Profite zu steigern. Das dürfte diese ganze Diskussion um die Monopolstellung von Google nochmal erhöhen. Und in der Tat, das ist ein Riesenproblem. Google hat ja jetzt einen Deal geschlossen mit den sogenannten etablierten Verlagshäusern in Deutschland, also mit Springer, der Welt, der Spiegel, wie sie alle heißen. Privilegiert diese, zahlt ihnen Geld. Warum tut man das? Man möchte eben solche Anwürfe, wie sie Facebook zum Beispiel in Australien hatte, als man da juristische Schwierigkeiten zu bekommen drohte, das will man vermeiden. Es ging los, diese ganze Verbindung mit der deutschen Medienindustrie, ging los im Wahlkampf, als die US-Wahl anstand. Da hat man gesagt, ja, wir wollen durch die Unterstützung der etablierten Fake News verhindern. Das ist großartig gelungen. Jedenfalls sehen wir, dass eben diese Deals letztendlich dazu führen, dass die etablierten, ja, nochmal privilegiert werden, die etablierten Verlagshäuser. Und das macht das ganze Monopol, diese ganze Monopolstellung, die Google ohnehin hat, noch viel krasser. Google sagt den Publishern, also denjenigen, die versuchen, über Google Einnahmen zu erzielen, ja, wir wollen exzeptionellen, außergewöhnlichen, interessanten Kontext, aber die Welt und andere, die haben Robotik eingesetzt für ihre Texte. Das steht dann auch unter den Artikeln. Das heißt, da sind letztendlich KI schreibt diese Texte. Ob das dann so fürchterlich originell ist, sei mal dahingestellt. Jedenfalls ist dieses Monopol ein Riesenproblem. Würde es 3 oder 4 Suchmaschinen geben, wäre es kein Problem. Aber alle Publisher müssen mit, wenn Google seinen Algorithmus umstellt, müssen alle wieder hinterher. Auch wir bei finanzmarktwelt.de, es nervt RBC, um ehrlich zu sein, hätten wir 3 oder 4, wenn wir sagen, okay, who cares? Wir machen unser Ding, können wir aber nicht. Traurige Nachricht heute, ein sehr bekannter Value-Investor ist tot aufgefunden worden, hat sich von einem Manhattaner Skyscraper gestürzt, nachdem sein Fonds geschlossen wurde. Das war ein absoluter Value-Investor, der sehr strikt und sehr stringent hier gehandelt hat und diese ganzen Bewertungen nicht mehr nachvollziehen konnte. Daraufhin haben die Investoren Gelder abgezogen aus diesem Fonds. Das hat ihn offenkundig so depressiv gemacht, dass er sich dann umgebracht hat. Sehr traurige Nachricht. Und wenn wir, um jetzt wieder das Ganze ein bisschen aufzulockern, wir werden dann heute, respektive die Märkte und die Investoren werden wieder um das goldene Kalb tanzen dürfen. Dieses goldene Kalb ist die FED. Die FED macht alles möglich. Es ist die Gnade der FED, an der alle hängen, an der alle diese Gewinne absaugen. Und sie sagen sich, ja, ich bin ja ein Genie, weil ich diese Gewinne mache, weil die Notenbank eben das Geld druckt. Und das wird auch immer so weitergehen, weitergehen, weitergehen. Da könnte man anderer Auffassung sein. Jedenfalls werden wir bei finanzmarktwelt.de 20 Uhr das FED-Statement bringen und kommentieren. Hat sich da was verändert? 20:30 dann eine Art Live-Kommentar, alles schriftlich in Artikelform, müssen Sie auf finanzmarktwelt.de gehen, werden wir die Pressekonferenz von Jerome Powell begleiten, kritisch begleiten, um es einmal vorsichtig zu formulieren, und dann haben wir
22.05 Uhr die Zahlen zunächst von Fratzeburg, von Facebook auf finanzmarktwelt.de und 22.30 Uhr dann die noch wichtigeren Apple-Zahlen. Apple bewegt ja alleine 11% des Nasdaq 100, ist das absolute Schwergewicht mit einer Marktkapitalisierung über 2 Billionen Dollar. Also 22.30 Uhr kommen die Zahlen, darauf wird der Markt warten. Wird die Fed uns überraschen? Fragezeichen, nicht sehr wahrscheinlich, aber man hat schon Pferde kotzen sehen, nicht wahr? Und jetzt wird uns Apple überraschen, möglich wird uns Facebook überraschen, auch möglich wie Google mal. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen wunderbaren Abend zunächst mal. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. 20, 20.30, 22.05 Uhr und 22.30 Uhr. Fett, Facebook, Apple. Also, Ihnen das Allerbeste. Bis dann. Servus und ciao.